Platz ist Lyon, Stade des Sports. Und es gibt dort bei den Sportkletterern auch einen richtigen Weltcup. Und hier der Stand nach 4 Veranstaltungen, die letzte ja in Nürnberg, wo der führende François Le Grand, der Franzose, gewann. Alles bekannte Namen, Didier Raboutou, der Franzose, wie überhaupt viele Franzosen dabei sind. Sie momentan die dominierende Nation. Und der dominierende Mann im Weltcup, dies ist François Le Grand, der mit Yushi Hirayama ein gemeinsames Appartement in der Provence in Südfrankreich hat. Und hier sehen wir mal diesen Koloss in Lyon, diesen schwierigen Überhang, den der Franzose hier zu bewältigen hat. Die unterschiedlichen Griffarten eben ganz kurz zu erkennen. Ein Griffloch hier rechts, wo er sich eigentlich nur mit 2 Fingern hereinkrallt, und eine ganz schmale Leiste hat er da mit der linken Hand zur Verfügung. Der Franzose, der gut vermarktet wird. In Frankreich sind ja dort im Sportklettern die Märkte schon wesentlich größer erschlossen als in anderen Ländern. Ganz interessant, die Kameraeinstellung. Gut 8000 Zuschauer in Lyon. 6 Veranstaltungen gibt es im Jahr, in einem Weltcup-Jahr. Und dies die 5. Danach noch Barcelona. Rechts sehen wir den Weg und die geplante Route, links in Gelb. Und diese geplante Route, die muss er erst finden, denn er hat lediglich 2 Minuten Zeit, um sich diesen Koloss anzuschauen, und danach muss er sofort das Ganze umsetzen. Normalerweise ist er einer, hier sehen wir diese Spezialschuhe, der Kletterer, der wohl das beste Auge für die Linie hat, die er klettern muss. Und jetzt wählt er tatsächlich auch links die Route. Das geht ja in Sekundenschnelle. Das Klettern der Spitzenleute, eine Mischung zwischen Automatismus, aber auch Genialität. Und er hier, François Le Grand, ein Mann der letzten Jahre, er ist wirklich nah an der Genialität. Hat eigentlich auch ideale körperliche Voraussetzungen, ist relativ schlank, nicht so klein wie einige seiner Konkurrenten. Zum Beispiel der Japaner, den wir auch noch sehen werden. Da haben wir eben ganz gut erkennen können, diese Kunstharzteilchen, die an die Wand angeschraubt werden. Und da haben eben die Bauer einer solchen Route Möglichkeiten, wenn es zu einem Finale kommt, die Routen gegenüber dem Halbfinale oder dem Viertelfinale zu ändern. Das ist ja immer eine mehrtägige Veranstaltung, ein solcher Weltcup. Zunächst die Qualifikation, dann Viertel- und Halbfinals und dann am letzten Tag das Finale, in dem sich auch François Le Grand befindet. Imponierende Bilder dieser sehr aufregenden Sportart, die eine enorme Entwicklung gegangen ist. Nicht nur was das Interesse und die Teilnehmeranzahlen betrifft, sondern auch Entwicklung in Materialien. Hier hinten, das ist ein Säckchen mit Magnesia, damit die schwitzigen Hände nicht abrutschen. Dazu die Spezialschuhe. Und transparent macht man diese Sportart, indem man einfach einen transportablen Berg besorgt und das Ganze in die Halle verlagert. Vielleicht auch zur Beruhigung der Naturfreunde, denn wenn man sich vorstellt, eine solche Veranstaltung im Freien, das gäbe doch bestimmt ein paar Probleme. Wie die Turner, die auch dieses Magnesia verwenden, so auch der Franzose mit diesem Hilfsmittel, da hat er einige Probleme. Er verkörpert vielleicht den neuen Klettertyp, François Le Grand. Bei ihm platzte gewissermaßen der Knoten im letzten Jahr. Und er zögert eigentlich relativ wenig, um den nächsten Griff anzusetzen. Da sehen wir mal einen solchen Klammergriff. Es gibt ja da unterschiedliche Techniken. Insgesamt, wenn Sie
bei dem Klettern nicht so zu Hause sind. Da haben wir eine schöne Einstellung. Geht es vor allen Dingen darum, den Körperschwerpunkt so nah wie möglich an die Wand und damit über die Standfläche zu bringen. Denn das gibt Sicherheit. Und er katzengleich auf der diese Wand, die gut 20 Meter hoch ist. Kein Problem also für den Franzosen François Legrand. Das Legrand hat er sich auch erwiesen in Nürnberg und dort hat er gewonnen vor seinem Wohnungsgenossen, dem Japaner Yushi Hidayama. Und da sehen wir mal, wie gut besucht derartige Veranstaltungen mittlerweile schon sind. Der nächste, natürlicherweise, kann man fast sagen, wieder ein Franzose, Robert Cortijot, der 26-Jährige, der aus Volx in Frankreich kommt. Das liegt am Ostrand des Luberon-Gebirges. Da hat er sehr gute Voraussetzungen, um zu trainieren. Hat einen kleinen Vorteil, dass er jetzt etwas später startet, nach Legrand, weil er da schon Magnesiaspuren erkennen kann. Es hat sich jede Menge getan. Im Klettern etwa 15 Athleten können mittlerweile schon von dieser Sportart leben. Einer davon ist Stefan Glowacz, der aber in dieser Saison sich sehr rar gemacht hat. Hier sehen wir, in welcher Phase sich der Franzose gerade befindet. Stefan Glowacz war ja schwer verletzt im Sommer des letzten Jahres mit Gipsfuß. Und dann wurde auch noch ein Handbruch festgestellt. Erst hatte man das gar nicht gemerkt. Und er hat die Zeit genutzt und einen Film gedreht. Schrei aus Stein heißt das Ganze. Unter der Regie von Werner Herzog. Bekannte Schauspieler sind dabei, wie Keith Sutherland zum Beispiel. Und er soll im Herbst dieses Jahres anlaufen. München, Frankfurt und Patagonien, das waren Stationen bei einer Dreiecksgeschichte, die von Bergsteigern handelt, aber nicht ausschließlich und die auch aufgebaut ist um den sehr bekannten Berg Cerro Tor. Es sind mittlerweile also auch schon Möglichkeiten gegeben, immer mit Geld zu verdienen. Und der Stefan Glowacz, mit dem ich noch telefonieren konnte, kurz bevor er wieder zu den letzten Filmaufnahmen fliegt, war eigentlich recht optimistisch, dass dies ein gelungenes Werk sei, was da Schauspieler mit dem Regisseur Werner Herzog produziert haben. Zurück zu Robert Cortijot. Ein sehr beachtlicher Mann, der ziemlich klein ist für diesen Sport. Das bringt selbstverständlich Nachteile in Bezug auf bestimmte Griffe. Er ist dafür umso kräftiger. Eigentlich der typische Ausgleich für einen, der von den Körpermaßen her nicht die optimalen Bedingungen vorfindet. Und er ist ein Mann, der aus dem Gefühl herausklettert. Das heißt, er verzichtet in vielen Situationen einmal auf die Vernunft, auf die Ratio. Er klettert halt eine solche Route frei weg. Das Gefühl kommt aus dem Bauch, dies seine Philosophie. Viele sagen ihm nach, dass er auch so ein bisschen buddhistisch angehaucht sei. Ein sehr emotionaler Mann, dieser Robert Cortijot aus Frankreich. Was ihm vielleicht noch fehlt, das ist der allerletzte Wille. Das Problem, dass es ihm nicht in letzter Konsequenz um den Sieg geht. Sehr interessant, diese Stelle des Franzosen. Die Füße und Beine, mittlerweile ja praktisch gleichwertige Hilfsmittel beim Sportklettern. Da hat sich ja auch viel, viel getan, wenn man daran denkt, als diese Sportart so herauskam. Das war etwa so um 1975. Da hatte noch keiner gedacht, dass in den nächsten 15 Jahren eine solche Entwicklung gemacht werden kann. Es entstand im Prinzip das freie Klettern unter bewusst sportlichen Aspekten und Regeln. Das war mal etwas ganz Neues. Und die
Herren, die Sie hier sehen, das sind momentan die Top-Athleten im Wettbewerb des freien Kletterns ohne künstliche Hilfsmittel zur Fortbewegung. Eine tolle Entwicklung und es sind ja auch tolle Pläne mittlerweile vorhanden. Da will man nicht nur die Weltcup-Wettbewerbe noch mehr etablieren. Der erste war ja Simon Nadin, der 1989 den Weltcup gewinnen konnte. Auch Weltmeisterschaften wird es in diesem Jahr zum ersten Mal geben. Und dies, das ist vielleicht für die deutschen Kletterfreunde besonders interessant. Exakt am 3. Oktober in Frankfurt, in der Ballsporthalle in Frankfurt-Höchst. Auch Mitveranstalter Stefan Glowacz und sein Freund und Betreuer Alexander Leibkind. Und Robert Cortigeau bei 14,68 Meter. Das wird durch sehr komplizierte Vermessungstechniken festgestellt. Er stürzt ab, wenn man so will. Wir stürzen auch ab, aber nur zu einer kurzen Pause. Danach melden wir uns dann gleich wieder. Vielleicht eine Sportart, von der man in der Zukunft noch mehr hören wird. Wer weiß, das Sportklettern. Der Weltcup 1990 in der Berichterstattung bei Eurosport. Das fünfte Ereignis in Lyon. Und der nächste im Feld, das ist, man sieht es ihm kaum an, das ist nicht Bob Marley, das ist Ben Moon. Robert Cortillo bisher an zweiter Position mit seinen 14,86 Meter und sein Landsmann, der Franzose Le Grand, François Le Grand. Er hat es ja geschafft, diese Wand zu bezwingen. Und nun also Ben Moon, ein Brite, der schon die schwierigsten Routen der Welt geklettert hat. Man munkelt sogar, er hätte eine reine Elferroute bewältigt. Da gibt es ja unterschiedliche Kategorien und 11 minus. Das ist momentan eine Route, von der man weiß, dass sie schon geschafft wurde. Zum Beispiel auch von Wolfgang Güllich. Der kletterte so etwas schon vor 4 Jahren. Er hält sich ja von den Weltcups fern. Anders Stefan Glowacz, der will vielleicht jetzt, da doch die Weltcup-Konkurrenzen gereift sind, nochmal angreifen, nachdem er dieses Filmprojekt durchgezogen hat und nachdem er sich auch von seiner Verletzung erholt hat. Ein Jahr hat er praktisch gar nicht so intensiv auf Sportklettern geschaut. So, Ben Moon, mal sehen, wie er diese Wand bewältigt. Gefühl bis zu den Zehenspitzen, das müssen diese Kletterer haben. Das ist ganz kurios, der Ben Moon hat im letzten Jahr ausgerechnet in Frankreich, also im Kletter-Eldorado sozusagen, zweimal eine 11 minus geklettert. Und das hat den Franzosen bestimmt einen kleinen Stich versetzt. Hier haben wir jetzt einen Lochgriff. Nur mit 2 Fingern hält er sich da fest. Das sieht alles so leicht aus, ist aber eine Sache unglaublich intensiven Trainings. Wenn man so unterscheidet, Anfänger, Fortgeschrittene und Könner, das hier sind mehr als Könner. Anfänger, wie fängt man überhaupt an? Nun, man kann, wenn man an einem Urlaubsort ist, wo Sportkletterkurse angeboten werden, sich mal informieren, sich auch Material ausleihen. Wenn man sich kaufen will, wird es alles insgesamt ungefähr 500 Mark kosten. Mit einem Gurt, mit einem Seil und eben auch mit diesen Spezialschuhen, die man braucht, um Halt zu bekommen. Da kann man halt mal schnuppern und wenn es gefällt, dann wird man zum Solisten. Wenn man nicht Freunde hat, die ebenfalls sich für diese Sportart begeistern. Und bei Anfängern ist es normalerweise, dass man sich von oben in den 9 Grad hineinschnuppert. Das heißt, man geht die Route nicht von unten an, sondern man seilt sich von oben langsam ab, schaut genau. Zum Unterschied der Fortgeschrittene. Er steigt sogleich von unten in eine Route ein. Er wird ab und zu auch stürzen. Das muss ja auch trainiert werden. Zum Beispiel, dass man nicht nach hinten überschlägt. Aber er probiert es halt, von unten eine Route anzugehen. Und dann der Könner. Er klettert quasi eine Route sturzfrei.
Und der ideale Begehungsstil, das ist eben der sturzfreie, auch einer unbekannten Route. Und das nennt man dann den Flash. Und die Beherrschung eines Schwierigkeitsgrades zeigt eben der Flash an. Das heißt, wenn man eine Wand angeht, die einen Schwierigkeitsgrad von 5 hat und man durchklettert diese Wand, diese Route, ohne sie vorher gesehen zu haben, dann ist das ein Flash und dann beherrscht man diese Schwierigkeitsstufe allemal. Dieser hier hat schon eine 11- geschafft. Man sagt ihm nach, dass er ein Typ ist, der eigentlich für den Wettkampfstress nicht geeignet ist. Das hat sich in den letzten Monaten schon gebessert bei ihm. Immer wieder große Leistungen beim Freiklettern ohne Wettkampfstress. Aber wenn es dann in den Wettkampf ging, dann war es nicht allzu weit her. Und das führte auch dazu, dass er es nicht leicht hatte bei Auswahl von Sponsoren. Da hat doch dann nun einige Schwierigkeiten in der Zukunft zu verzeichnen gehabt. Er hat einen ganz lustigen Beinamen, der Herr der schnellen Fasern. Also auch ein sehr kraftvoller Mann. Und hier sehen wir mal, wie wenig sein Weg von der Idealroute, von der geplanten Route abweicht. Das ist ein weiterer Beweis dafür, wie gut geschult das Auge eines solchen Kletterers ist, der in Sekundenschnelle erkennt, welches der beste Weg ist. Und dies nur an einer Anzahl von Griffen, die noch nicht mal offensichtlich sind, wie jetzt an der rechten Hand des Briten. Zumindest ein guter Freund von Jerry Moffett, ebenfalls ein sehr bekannter Kletterer, der einen recht guten Endspurt hinlegt im Weltcup des letzten Jahres. Leeds wurde ja abgesagt, da gab es Probleme mit den Sponsoren. Vielleicht nenne ich ihn ganz kurz, die Stationen. In Wien begann es, dann Madonna di Campiglio, rüber in die Staaten nach Berkeley in San Francisco. Dann nach Nürnberg, wieder ein toller Erfolg, ausverkauft an jedem Tag die Veranstaltung. Ja, und dann Barcelona und er, Ben Moon, schafft es auch nicht ganz. 13,62 Meter stehen zu Buche, damit bisher an dritter Position. Schaut noch mal mit Respekt hoch. Da sehen wir die Stelle, wo es schwierig wurde. Man hat gemerkt, er wird kraftlos, versucht dann im letzten Moment noch den nächsten Griff zu bekommen. Aber es hat halt nicht gelangt. So, und nun kommt einer, der fast schon ein Kletterpapst ist, kann man sagen. Didier Raboteau, ein Franzose. Hatte kein so gutes Jahr, 1990, wie noch im Jahr davor. Er ist einer der Top-Kletterer in Frankreich, einer der kraftvollsten überhaupt und dabei nur knapp über 1,60 groß, wurde nur 18. in Nürnberg. Nachdem er abstürzte, noch 7,86 Meter genau. Und da lag er immerhin noch hinter den deutschen Kletterern. Christoph Finkel und Guido Köstermeier, auch Werner Thon als 13. lag noch vor dem Franzosen. Das war doch eine Überraschung. Aber wie gesagt, in der Saison 90, da lief es für ihn nicht so. Für Didier Raboteau, von dem man sagt, dass er klettere wie eine Maschine. Aber ich halte das für etwas zu negativ. Man muss auch sagen, er war in Nürnberg gehandicapt, hatte sich 3 Wochen vorher eine Rippe gebrochen. Ein Mann, der sehr relaxed ist, quasi ein stilles Wasser, der sehr bedächtig die Routen angeht, dem man die Power, die Kraft förmlich ansieht, aber der das Ganze praktisch in Zeitlupe durchklettert. Sieht alles sehr wohl überlegt aus. Er kommt übrigens aus Toulouse, lebt aber jetzt weiter im Süden.
der zweite der WM 89. Das sieht gut aus. Bisher ein erneuter Beweis, wie beweglich diese Kletterer sind. Führend momentan ja neben den Franzosen auch die Engländer. Simon Nadin wäre zu nennen, natürlich Jerry Moffat und Ben Moon, die wir auch schon gesehen haben. Tony Ryan ebenfalls ein Mann, der vorne mitklettert. Nicht in der absoluten Spitze, aber einer, der vielleicht auch noch kommen kann. Er möchte noch mal zum Endspurt ansetzen, nicht nur an dieser Wand, sondern insgesamt im Weltcup, der Didier Raboutou. Es gibt ja ein festgelegtes Punktesystem. Man hat sich da jetzt endlich geeinigt, für den Sieger 25 Punkte, für den zweiten 20, dann 16 Punkte, 12, 10, 9 und so weiter. Dann geht es runter bis zu einem Punkt. Eine recht anstrengende Sache. Ein solcher Wettbewerb. Und dann gibt es eben einen Weltcup-Sieger, ausgeschrieben praktisch von der UIAA, deren Sitz natürlich, kann man fast sagen, in Frankreich sitzt. Das soll sich aber ändern. Eigentlich ist geplant, dass auch aufgrund der Querelen, es gab da ein paar Kompetenzprobleme, auch in der Frage, wo denn nun die WM stattfindet, 1991, die erste offizielle WM. Das soll gewechselt werden, das Quartier der UIAA. Die Kletterer sind sich noch nicht ganz einig, denn die Franzosen hätten dies selbstverständlich lieber zu Hause. Aber so ein Monus, alle zwei, drei Jahre den Sitz wechseln, das wäre schon optimal. Wenn ich eben auf die UIAA zu sprechen kam, dann gibt es dann noch die ASCII. Das ist die internationale Klettervereinigung, die auch Ranglisten erstellt, wie zum Beispiel auch die ATP im Tennis. 10 Wettbewerbe gehen in die Wertung ein, die werden vorher genannt. Und wenn man dann einen weiteren klettert, dann wird die am weitesten zurückliegende Wertung einfach herausgenommen. Und somit gibt es eine ständige Weltrangliste. Und mit dieser Weltrangliste steigt selbstverständlich auch der Marktwert. Und er kann seinen Marktwert steigern, denn sehr flüssig, sehr locker hat er diese Stelle jetzt genommen, der Didier Raboutou. Sieht noch relativ frisch aus, das muss man sagen. 15 Minuten stehen den Kletterern für die Bewältigung einer solchen Route zur Verfügung. Dann allerdings, wenn sie da drunter bleiben, ist es ganz egal, ob sie 12 Minuten gebraucht haben oder 11. Was zählt, ist die zurückgelegte Wegstrecke. Und da sehen wir, wie er jetzt diesen Moment erreicht hat, was sich ein jeder Sportkletterer wünscht. Und man merkt auch, nach vielen Enttäuschungen der Saison, endlich einmal ein Didier Raboutou wieder vorne. Und damit wird es zu einem Superfinale kommen. Denn er und Legrand haben es bisher geschafft. Bis gleich nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Zwei haben es geschafft im Finale von Lyon, dem fünften Weltcup-Wettbewerb des Jahres 1990, die Route zu bezwingen. Es sind die beiden Franzosen Didier Raboutou und François Legrand. Und nun haben wir Yuji Hidayama, der zusammen mit François Legrand in einem Appartement lebt in Südfrankreich, in der Provence. Und da gibt es halt auch eine Kletterwand im Wohnzimmer von Legrand, muss man genauer sagen. Und der Japaner hat viel profitiert von dem Zusammenwohnen mit Legrand. Er ist so eine Art Publikumsliebling. Aber wenn man mal auf die letzten Ergebnisse schaut, auch im Jahre 1989, dann gibt es immer eine Station bei dem Japaner, wo er besonders stark zurechtkommt. Das ist Nürnberg. Denn 1989 gewann er dort vor Stefan Lovac und Raboutou. In diesem Jahr, vielleicht haben Sie ja unsere Berichterstattung gesehen,
Da wurde er Zweiter hinter Legrand. Also Sieg des Hauses sozusagen in jeder Beziehung, sowohl der erste als auch der zweite Platz, für den es ja mittlerweile auch ein bisschen Geld zu verdienen gibt. Bis zu 10.000 Mark. Das hängt immer ab vom Veranstalter, der allein dafür verantwortlich ist, um Preisgelder auszuschütten. Der beste japanische Kletterer, hier sehen wir ihn, ein ganz interessanter Griff. Im Klettern in der freien Natur, da gibt es ja mittlerweile unverzichtbare Helfer, Klemmkeile zum Beispiel. Und solche Klemmmaschinen, die wichtigsten vielleicht für einen Kletterer, das sind sogenannte Friends. Und damit kann man ganz überraschende Sachen anstellen. Ein Flugzeugingenieur übrigens und gleichzeitig auch ein Rissspezialist. Rissspezialist bezieht sich auf eine Wand, das war Ray Jordan. Und er hat sich halt überlegt, was macht man denn nun bei Rissen, die nach außen hin offen sind oder die überhängen? Und was ist mit den Querschlitzen? Wie kann man dort weiter klettern? Und diese Friends, also quasi Klemmmaschinen, die man in solche Einrichtungen klemmen kann, die helfen den Kletterern, denn dort kann man dann sein Sicherungsseil sehr gut befestigen. Aber dies hier ist das Sportklettern, nicht in der freien Natur, sondern in der Halle vor etlichen Zuschauern. Und wir sehen einen wirklichen Publikumsmagneten, den Japaner Yushi Hidayama. 21 Jahre ist er jung. Er ging 1988 mit Freunden nach Frankreich, trainierte dort viel und wurde auch immer besser. Nach einem halben Jahr dann kletterte er schon im Bereich des 9. Grades und wieder ein halbes Jahr später dann gar der 10. Grad, bezwungen von dem Japaner, der sich in einer Sache vielleicht von den absoluten Spitzenleuten unterscheidet. Er hat noch zu viele Einbrüche. Man kann sagen, er ist noch jung, denn Klettern ist auch nicht nur eine Koordinationskraft und Beweglichkeitsfrage, sondern auch eine Frage der Routine, der Erfahrung. Und diese kurzen Extremeinbrüche, die warfen den Japaner immer wieder etwas zurück. Er ist ja ein sehr emotionaler Typ, der ab und zu auch mal mit dem Publikum parliert. Aber man muss auch sagen, er vermittelt wirklich Freude am Klettern, indem er eben seine Emotionen zeigt, indem er ihn teilweise freien Lauf lässt, in Nürnberg beispielsweise. Da klatschte das Publikum Beifall und der Japaner legte den Finger an den Mund nach dem Motto, Jungs, jetzt müsst ihr mal ein bisschen leise sein, denn ich will mich konzentrieren. Und er ist jetzt nah dran. Das ist wieder diese Schlüsselstelle. Da haben wir mal die Schuhe gesehen. Vor dem Wettkampf auch noch teilweise beim Stretching in der Aufwärmphase, im Aufwärmraum, einem Strumpf umhüllt, damit ja kein Staubkorn sich daran festsetzt. Er geht die Idealroute, das sehen wir auch hier. Schön diese Einspielung. Nun hat er nicht mehr weit. Dann ist da oben Yushi Hidayama, der seit 1983 klettert, der frischen Wind brachte in die Kletterszene, das kann man sagen. Und denn nun an dieser Schlüsselstelle scheitert mit 14,67 nicht ganz das schafft, was er sich erhofft hatte. Yushi Hidayama, aber dennoch ein Wettkampf, mit dem er zufrieden sein kann, der Japaner. Denn eigentlich lief es ganz gut und er wird sich somit wohl unter den ersten fünf platzieren können. Wir werden ja noch ein Superfinale erleben, das steht schon fest. Denn Rabuton und Legrand haben beide diese Wand gemeistert. Hauchdünn. Da sieht man auch, was er davon hält. Und nun kommt einer, der den Weltcup gewonnen hat. Der Titelverteidiger ist Simon Nadin, der 25-jährige Brite, ein ganz ruhiger Typ,
der ein bisschen enttäuscht war. Nürnberg wurde dort nur Zehnter. Und dann hat er sich zu allem Überfluss noch den Daumen verletzt. Der Grund, danach gab es ein zünftiges, schönes Fest. Und da war das Bullriding angeboten. Also die Cowboy-Freunde unter Ihnen werden das sicherlich kennen. Verschiedene Stufen auf einem solchen Bullen. Und draußen rum ist eine Matte. Und irgendwann so ab 3, 4, so zumindest sieht meine Bilanz aus, da legt es einen dann zumeist hin. Der hat sich irgendwie den Daumen verhakt, hat sich verletzt. Und hier sehen wir ihn jetzt in Lyon wieder, wie er die Route studiert. 2 Minuten stehen den Briten zur Verfügung. Anschauen kann er sich die Wand eigentlich länger, aber die Uhr, die läuft nach exakt 2 Minuten und so belassen es die meisten auch dabei. Der Einstieg, der berühmte Rotpunkt. Ganz interessant, dass wir jetzt mal diesen Einstieg auch von Beginn an sehen. Simon Nadin, der Brite, der auch vorn dabei ist im Weltcup, der in Italien nicht punkten konnte, dann in Berkeley gewann vor François Legrand. In Nürnberg gab es nur 6 Punkte aufs Konto. Mal sehen, was er hier bewerkstelligen kann. Auch bei einem Sturz, das habe ich erwähnt, kontrolliert stürzen, heißt die Devise. Auch dies wird in vielen, vielen Trainingseinheiten geübt. Sowohl bei den Anfängern als auch bei den Fortgeschrittenen. Da sehen wir es wieder, wie er sich da mit 2 Fingern quasi festkrallt. Quasi ein Punktgriff. Also wenn nur eine schmale Leiste an einem Punkt zu nutzen ist, dann benutzt man eben 1 oder 2 Finger flächendeckend. Und eben hat er dies in einem Griffloch getan, aber oft gibt es auch nur, gerade in der freien Natur, nur so kleinere Vorsprünge und dort finden dann die Punktgriffe ihre Anwendung. Was gibt es sonst noch? Klammergriffe sind zu nennen, zur Erklärung, wenn Sie es mal beobachten wollen. Das wäre jetzt ein Klammergriff, die Finger sind festgehakt und der Handballen drückt im Prinzip dagegen. Dann ein Zangengriff, der sich mehr auf die Fingerbewegungen konzentriert und danach die Griffe in den Grifflöchern. Das sind so ganz grob mal die Kategorien, die es gibt beim Klettern. Er hat eine riesen Kraftausdauer, dieser Simon Nadin, ist sehr groß, hat somit auch eine ideale Figur zum Klettern. Er, der 89 Profi wurde, dann den Weltcup gewann. Der entscheidende Wettbewerb im letzten Jahr übrigens hier in Lyon, denn da bezwang er Didier Rabotou. Die beiden lagen quasi gleich auf, was den Weltcup betraf, mit exakt 98 Punkten. Und dann gewann Simon Nadin vor Moffett und Tribou. Gleich danach noch in La Riba, was nicht zur Weltcup-Wertung gehörte. Erfolgreich. Und somit gewann er als Erster den Weltcup. Ein Fingergriff haben wir eben gesehen, wie selbstverständlich. Nachdem er 89 Weltcupsieger wurde, da lastete ein sehr großer Druck auf ihm und das hat er nicht immer sehr gut überstanden. Simon Nadin, der ein sehr undurchschaubarer Typ ist, der 1981 schon mit dem Klettern begann, zusammen übrigens mit Richard Davis. Das war so sein damaliger Kletterpartner. Und wo immer ihn sein Fahrrad hinbrachte, dort begann er
zu klettern, bevor er dann 1985 nach Sheffield kam, um Biologie und Polytechnik zu studieren. Aber das hat ihm gar nicht so gefallen. Er ist eigentlich ein Einzelgänger. Und danach hat er forciert, die On-Site-Routen zu durchklettern. Also wirklich Routen, die vor ihm keiner geklettert hat. Und so hat er sich langsam aber sicher, was die Schwierigkeitsgrade betrifft, hochgeschaukelt. Na, und die große Saison 89, die kennt man ja, obwohl es gar nicht sicher war, dass er kommen würde. Denn 87 war der Simon Nadin nach einem Motorradunfall doch sehr schwer verletzt, musste 2 Jahre pausieren. Dann hat er sich Anfang 89 irgendwann überlegt, wieder mit dem Klettern zu beginnen, nahm zu einem späteren Zeitpunkt in Leeds teil, schlug sich ausgezeichnet und von da an ging steil bergauf. Schwierige Situation jetzt für den Briten. Das geht ganz schnell, dass man aus einer relativ relaxten Situation bis an den Rand der Erschöpfung geht, wenn man eine sehr schwierige Situation zu überstehen hat, wo man also alles reinhängen muss, wo man sich in einen Griff hängt und Kräfte verbraucht, fast verschwendet, dann wird der nächste Griff umso schwerer. Und eine solche schwierige Situation muss jetzt auch Simon Nadin überstehen. Mal sehen, was er draus macht. Jetzt sucht er den Griff mit der linken Hand. Bis in die Fingerkuppen durchtrainiert. Wenn wir François Legrand und Didier Raboteau mit ihm vergleichen an dieser Stelle, die hatten wesentlich schneller die Route gefunden. Simon Nadin doch etwas zögernd, wird übrigens von einer in London ansässigen Marketingfirma betreut. Denn diese Kletterer, das sind Selbstvermarkter normalerweise. So, er hat diese Route also auch gefunden, fast deckungsgleich. Er sieht ein bisschen müde aus und man sieht, er quält sich auch ganz schön. Ich glaube nicht, dass er es schaffen kann, hier als Dritter ins Superfinale zu kommen. Mal sehen, was er daraus macht. Hat im Halbfinale mit Hirayama und Raboteau es als Einziger geschafft, die Route gänzlich zu durchklettern. Auch dies kaum als Griff zu bezeichnen, wo er sich da festhält. Und man merkt es, die Zeit, sie geht dahin, die Kraft, sie schwindet. Ein wenig bei Simon Nadin. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht bei ihm. Man spürt das ja geradezu. Es sind schöne Aufnahmen unserer französischen Kollegen. Ansonsten mit der Organisation war zu hören, klappte es diesmal nicht so optimal in Lyon. Da waren viele doch recht unzufrieden, was die Umstände auch für die Sportler betraf. Wieder an der Schlüsselstelle. Und da sah auch der Japaner noch ganz gut aus. Auf geht's. Aufmunternder Applaus zwischendurch von den Zuschauern. Es wird hart. Simon Nadin
Oh. Hier fiel der Japaner und hier scheitert auch Simon Nadine bei 13,62 Meter. Man merkte es, er war etwas kraftlos. Zum Schluss hatte sich da zu sehr verschlissen an diesem Knick, als man nach links und dann nach rechts rüberklettern musste. Und so sieht's aus. Also Didier Rabotou und François Legrand, die beiden haben es geschafft. Und die werden wir gleich nach einer Pause auch wiedersehen mit dem Superfinale von Lyon. Es steht kurz bevor. François Legrand und Didier Rabotou haben sich qualifiziert hier. Ein schöner Blick auf die Wand. Und François Legrand, der Sieger von Nürnberg, er also wird beginnen. Die zwei werden es also unter sich ausmachen, wer 25 oder 20 Punkte bekommt. Zum ersten Mal sieht er jetzt die veränderte Wand, denn es wurden neue Griffe angebracht. Das ist hier eine sehr schöne Aufnahme. An diesem kleinen Punkt fixiert er sich mit einem Zangengriff. Hier jetzt gleich mit links ein Klammergriff von François Legrand, der ein recht eigenwilliger Typ ist, der zum Beispiel mal auf ein Kletterstipendium verzichtet hat. Der französische Kletterverband, der gibt immer pro Jahr so ca. 250.000 Mark aus, um einem talentierten und vielversprechenden Klettertalent ein Stipendium zu bewilligen mit einer gekoppelten Berufsausbildung, das muss man auch sagen. Und der Mann, den wir hier sehen, der François Legrand, der hat mir gesagt, nein, danke, das brauche ich nicht. Er will möglichst wenig mit dem Verband zu tun haben. Er, der so genial er auch klettert, ab und zu auch ein sehr schwieriger Typ ist. Mann, der relativ schlecht verlieren kann. Nun, wer kann das nicht? Aber bei ihm merkt man es ganz besonders. Und da unterscheidet er sich eigentlich doch extrem von Didier Rabotou, den wir auch noch sehen werden. Legrand, er ist der Führende im Weltcup. Denn nachdem es in Wien nicht so besonders lief, dann in Italien der Sieg, Berkeley Zweiter, und in Nürnberg gewonnen, also sehr konstant in seinen Leistungen. Und Jackie Godoff, der andere Franzose, der in Wien mit seinem Sieg begann, dann in Italien punkten konnte, aber eben nicht in Berkeley und Nürnberg. Der ist jetzt zurückgefallen gegenüber François Legrand und eigentlich ist er der Hauptfavorit auf den Titel des Weltcupsiegers. Schwierige Stelle, kommt er fast raus. Die kleinste Konzentrationsschwierigkeit führt ja meist schon zum Sturz. Und da fällt er tatsächlich, macht einen Fehler. Das war aus dieser Perspektive nicht so gut zu erkennen. Unerwartet in dieser Phase. 10,9 Meter haben wir uns zu merken. Das schauen wir uns bestimmt noch einmal in der Zeitlupe an. Er ist nicht zufrieden. Er hatte den Vorteil, besonders in diesem Jahr im Weltcup kam dies zum Tragen, dass er zu Hause diese Kletterwand hat, eigentlich jeden Griff kennt und auch jede Griffschale. Aber hier, da rückt er etwas zu weit nach hinten mit dem Körperschwerpunkt, das haben wir gesehen. Hier sehen wir aber auch gleich mal, was ein optimaler Sturz ist. Sofort das Gewicht des Oberkörpers nach vorne verlagern, damit man nicht nach hinten schlägt und danach das Abstützen von der Wand. So, damit sind die Chancen für den großen Alten, will ich nicht sagen, aber mit 27 Jahren ist er nun schon einer der Erfahreneren. Didier Rabotou wieder gewachsen. Er muss also so knapp über 10 Meter kommen. Daran erinnern wir uns noch. Didier Rabotou, der im Halbfinale bis ganz nach oben kam. Das habe ich erwähnt. Mit
Hirayama und Simon Nadine. Legrand konnte sich zwar qualifizieren, aber er kam nicht oben an, anders dann im Finale. Das haben wir gesehen, auch hier mit Yerabutu, mit diesem tollen Griff. Da kann man sich schon vorstellen, wenn sie das mal nur probieren, im Stehen zu Hause irgendwo sich mal an einer Wand zu halten, das Gewicht nach hinten verlagern und nur das Körpergewicht abzufangen, dann wird einem klar, was doch hier vonstatten geht bei diesen Sportkletterern. Ein Leistungssport par excellence, das muss man sagen. Ein interessanter, wie ich finde, noch dazu. Vielleicht haben sie auch ein bisschen Lust bekommen und steigen mal ein beim nächsten Urlaub. Irgendwo in den Bergen melden sie sich beim ansässigen Verein und vielleicht ein Sportkletterkurs. Wird oft angeboten mittlerweile. Macht ihnen auch ein wenig Geschmack auf diese neue Sportart. Die Tirabotou, der ist schon 10 Jahre dabei, dem kann man also recht wenig erzählen. Mal eine Zeit gehabt, wo er ziemlich verzweifelt ist, dass er so klein von Wuchs ist. Was hat er gemacht? Ist in den Kraftraum gegangen und ist nun einer, der mangelnde Körpergröße mit kraftvollem Klettern kompensiert. Wahrscheinlich der kraftvollste Kletterer momentan. Man merkt schon, die Route ist noch schwieriger als die eben schon. An dieser Stelle, da sind wir wieder in der Nahaufnahme. Dieser Überhang jetzt. Mal sehen, wie ihn der Franzose meistern kann. Und da sieht man es, welche Kraft er hat. Hat übrigens auch eine Eigenart. Nach praktisch jedem Wettkampf, da klettert er die Route fast noch mal im Dunkeln durch. Und als alle gegangen sind, nur noch die Notbeleuchtung. Dann will er es noch mal wissen. Der Mann, der sonst ein stilles Wasser ist. Also mit dieser ungewöhnlichen Eigenart. Und das ist jetzt die Stelle, wo sein Kontrahent in diesem Superfinale scheiterte. Mal sehen. Er weiß ja nicht, wie hoch er gekommen ist. Er hat vielleicht gehört, dass er abstürzt, aber jetzt kann er sich schon denken, denn diesen Griff da oben, den hat der François Legrand nicht mehr erreicht. Und ein solch cleverer Kletterer wie der Didier Rabotou, der weiß in dieser Situation, das sind 25 Punkte in der Weltcup-Wertung. Und da würde er sich noch mal ein bisschen verbessern. Lief ja nicht optimal für ihn. Wien relativ schwach. Italien war sein bestes Ergebnis. Und hier könnte er sein Meisterstück machen in der Saison 1990. Didier Rabotou. Unglaublich, wenn man denkt, dass sich dieser Mann 3 Wochen vor Nürnberg eine Rippe gebrochen hatte. Er von seiner Explosivität, von seiner Kraft und jetzt packt er wirklich alles aus. Also für Kletterer ist das bestimmt ein Leckerbissen, was man hier sieht. Ein Leckerbissen könnte es übrigens auch geben Mitte April, 10. oder 17. April für die Sportkletterfreunde oder solche, die es jetzt geworden sind. Frankfurt, da geht es von der alten Oper bis zum neuen Messeturm. Im Prinzip eine gerade Linie. Es wird alles überklettert, was in dem Weg steht. Zum Beispiel das hohe Gebäude der Deutschen Bank. Insgesamt 1000 Höhenmeter. Das wird 5 bis 6 Stunden dauern, das Spektakel. Und der Akteur wird sein Stefan Glowacz. Schauen Sie doch mal vorbei, wenn Sie Zeit haben. Es lohnt sich bestimmt. Wir sehen hier, wie Didier Rabotou an der gedachten Route wirklich entlang klettert. Jetzt wird es mich nicht wundern, wenn er ganz nach oben kommt. Da bin ich mal gespannt. Auf geht's.
Und er schafft tatsächlich. Der beste Mann hat, wie praktisch immer beim Sportklettern, gewonnen. Leicht ersichtlich für Sie und auch für alle Zuschauer. Er ist der Einzige, der im Finale und auch im Superfinale die Routen bezwungen hat. Und das ist nun mal das Nonplusultra für einen Sportkletterer. Didier Rabotou, der sympathische Franzose, von dem man oft sagt, alles also ein bisschen maschinell, was er da mache an der Wand. Holt sein Programm wie ein Uhrwerk herunter. Er gewinnt also den Weltcup von Lyon. Sehen wir noch uns einmal diese letzte Phase an. Und dann der Jubel. Noch einmal von oben. Das ist eine tolle Perspektive. Die zeigt, wie er hier diesen Griff anvisiert. Und dann hier kriegt er den Griff und setzt dann gleich zum entscheidenden Vorstoß nach oben an. Schöne Einstellung der Kameraleute, prima zu sehen. Und da sehen wir auch mal, dass es da ganz schön runter geht. 20 Meter ist kein Pappenstiel. Und da unten, da erwartet einen alles andere als Schaumgummi. Er gewinnt also das Superfinale, Didier Rabotou, aber François Legrand, er bleibt der Mann, der den Weltcup dominiert im Jahr 1990. Das spiegelt sich auch hier anhand dieser Tabelle wieder, führt eindeutig. Rabotou verbessert sich auf den dritten Platz vor Jerry Moffett und Jim Kahn, dem einzigen Amerikaner, der vorne dabei ist in dieser Wertung. Zwei Franzosen danach,